Heute ist der besondere Start unserer Pack to Glory. Was ist eine Pack to Glory? Das Ganze wird ein bisschen anders. Ich darf nur die Spiele spielen, die ich gezogen habe oder die Coins, die ich hier spiele. Dazu blende ich euch immer am Ende des Videos zwei Spiele ein, die dann in mein Team reinpassen könnten. Plan A oder Plan B. Ich schaue einfach, was für euch besser ist. Also, wir haben zwei 85 Plus Packs bekommen und ein 75 Plus Pack und ein Jumbo Gold 26 Pack Plus Pack an. Ich hoffe, das Ganze macht euch wirklich Spaß. Für den Tod, dass ich euch zeige, wie viel Coins man machen kann, und Ibrahimovic nimmt man natürlich mit aus dem 75 Plus Pack. Wie viel Coins man machen kann in einem Monat, zwei Monaten, trotz wie lange es geht. Ich hoffe, diese Videos kommen bei euch an. Ich versuche jeden dritten Tag eine Folge zu bringen. Weiter jetzt mit dem Jumbo Gold 26 Pack und ich hoffe, wir ziehen einen 85 Plus gleich. Ist ja ein 85 Plus Pack. Ich meine natürlich einen Tots. Ein Tots wäre jetzt so top für das Team. Also, komm, bitte. 85 Plus Pack. Nein. Ah. England. Ah, Leute. Ich beobachte. Einen Stürmer. Einen Team of the Season. Komm. Neuer Account, neuen Glück. Nein. Inform. Deutschland. Oh, nein. Holland. Also, komm. Das ist echt schlecht. So, Freunde, das ist unser Team, mit dem wir das erste Spiel spielen. Wir sind in Division 10. Mal gucken, ob wir die Gegner hier rasieren. Mein Gegner kommt hier mit komplett krankem Team. Aber ich bin ja dafür da, um zu gewinnen. Wieder zu Fred. Ball ist bei Zlatan. Zlatan Elastico. Und er, also, guck mal, durch seine große Nase, glaube ich, hat er das Tor versehen. Aber Bro, mach eine Nasen-OP. So, was ist los mit dir? Wie kannst du den nicht reinmachen? Das kannst doch keinem erzählen. Alexander zu Zlatan. Zlatan nochmal runter. Zlatan mit dem 1:0. Mach ein Sü. Okay, scheiße, wir dürfen nicht jubeln. Wir müssen immer korrekt bleiben. Komm, Rodriguez. Thomas. Nein, ey, Thomas ist ein... Komm, Freunde, der Typ hat echt ein sehr, sehr starkes Team. Dass wir noch mithalten, ist natürlich auch eine krasse Meta. Komm, das Team ist echt nice und mir selber macht es echt Bock, mal so hier ein neues Team zu spielen. Weil wir wissen ja alle so, wir haben seit Anfang immer gute Teams. Es ist hier schon April, Mai. Wir haben alle immer gute Teams. Deswegen mal was anderes versuchen. Player, Ballrolle. Player, du bist ein Player. Oh, nein. Anthony ging... Warte, komm, bitte. Nein. Nein, schade, Freunde. Du, Zlatan. Marcelo, nimm ihn. Schade, komm. Comeback ist immer noch drin. Never give up, Rudi. Ich habe im Leben gelernt, du darfst niemals aufgeben. Verfolge deine Träume. Das war good cringe. Nein. Oh mein Gott, Alter. Wäre der reingegangen, hätte ich aufgehört mit FIFA, Mann. Arnold! Arnold, wohin? Arnold, ich... Der Typ will Eigentor machen. Ich glaube, er wollte auch weinen, Jungs, weil er hat gesehen, ich habe so ein schlechtes Team. Er wollte Eigentor machen. Rodriguez, Fükapue. Dann Alexander Arnold zu... Go! Boah! Bitte. Er spielt einfach um sein Leben, Bruder. Bro. Division 10, was erwartest du? Mann, ich habe 30 Bronzespieler im Team. Zu Player! Nein! Jetzt oder nie? Zlatan, komm bitte, Player Capoe. Und das war's, Freunde. Leider haben wir das erste Spiel verloren. Ist hart, aber was willst du machen? Ist hart, ich kann nichts machen. Wir haben hier auf jeden Fall ein 75 Plus Pack bekommen. Das heißt, wenn hier ein guter Spieler drin ist, können wir damit unser Team upgraden. Hey, ich hoffe einfach, dass wir irgendwas Gutes ziehen. Seltener Spieler 75 Plus, komm. Wieder ein 83 Plus. Ja, Savic 84er. Kann man auf jeden Fall auch mitnehmen. Also, Freunde, ich blende jetzt zwei Duos ein. Das heißt... Ein Duo mit zwei Stürmern und ein Duo mit anderen zwei Stürmern. Und sag mir einfach, Enza, welche ich kaufen soll mit ca. 18.000 Münzen. Oder wir lassen noch ein bisschen Coins, okay? Damit wir hier andere Spieler upgraden können. Zum Beispiel sagt Enza, hol 5k einfach zwei Spieler. Und für die nächste Folge kannst du dann Coins sparen. Oder wir machen einen Draft bei der nächsten Folge und gehen komplett all in. Wenn ich das gewinne und was Gutes ziehe, habe ich auf jeden Fall hier gut Glück, was zu ziehen. Ansonsten blende ich jetzt meine ersten zwei Stürmer ein. Also, Plan Nummer A wäre bei mir Aubameyang und... Inaki Williams. Beides Duo
sehr gut. La Liga Santander, natürlich müssen wir dann in die spanische Liga gehen. Und Plan B wäre Timo Werner und Gabriel Jesus. Auch zwei geile, krasse Stürmer. Circa coinsmäßig würde der 84er Werner mit dem so circa um die 6k, 5k kosten, also nicht viel. Aubameyang und Williams um die 10.000 Münzen. Dann hätten wir noch 8k übrig. Oder er sagt, Enza, hol dir einfach erstmal diese zwei Stürmer und spar dann auch einen Tots. Also schreibt rein, wenn ich dann in die nächste Folge nehmen sollte. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gebockt, die Folge zu schauen. Keine Ahnung, wie das ankommt. Keine Ahnung, ob das Spaß macht. Ihr baut die Teams und... oder wir können das auch alles anders gestalten. Also schreibt einfach irgendwelche Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Das war's auf jeden Fall auch mit der ersten Folge, Jungs. Danke für euren Support. Liked und kommentiert das Video sehr gerne. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein und ciao.